Yippie, den grünen See gefunden. Hallo und guten Tag, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier spricht wieder Inge Hellwig-Scharf. Also, wie ich sagte, Yippie, den grünen See gefunden. Warum habe ich ihn gefunden? Ja, ganz einfach, weil ich mir heute Morgen Zeit genommen habe, weil ich genau überlegt und geplant habe, wie ich vorgehen werde, dass ich mir hinterher erstmal keinen Termin wieder einsacke. Das heißt, dass ich mich darauf konzentrieren konnte, mich auf den Weg zu machen zu diesem ganz, ganz wunderschönen Grünsee. Ja, Insider werden natürlich darüber ein bisschen schmunzeln, wie aufregend für mich diese Wanderung und das Einsammeln der drei Seen ist. Aber ich bin ja hier kein Insider. Ich bin ja nur Insider, wenn es um Immobilienverkaufen geht. Das ist ja nun mal mein Gebiet und insofern ist es ja nicht schlimm, wenn ich mit dem Finden des dritten Sees diese Probleme hatte. Okay, ich habe heute Morgen einfach mal in den Plan geguckt, mir die Zeit genommen und siehe da, es war wirklich super, super einfach. Und letztendlich ist es doch mit dem privaten Hausverkauf genauso. Geben Sie mir mal Ihr Haus, ich verkaufe Ihnen das in 0, nix. Natürlich nicht gleich so, aber es werden einige Dinge vonnöten sein. Man wird einen Plan machen, eine Strategie entwickeln. Man wird darüber nachdenken, wie die Anzeigen gestaltet werden. Man wird ins Internet gehen. Dann werden wir natürlich vorher eine Preisermittlung vorgenommen haben und die wird so exakt sein, dass Sie anhand dieses Preises Ihr Objekt in Turbogeschwindigkeit verkaufen werden. Ja, dann geht es auch um das Thema der Besichtigungen. Das wird sehr, sehr häufig von den privaten Hausverkäufern auf die leichte Schulter genommen, aber ich kann Ihnen sagen, das Thema Besichtigungen ist eigentlich im Grunde genommen der schwierigste Bereich. Also ich persönlich finde das, denn nach welchen Kriterien sortieren Sie die Interessenten aus? Das steht alles in unserem ersten Modul. Da finden Sie das, wie Sie am besten mit den Besichtigern oder mit den Kaufinteressenten umgehen. Ja, und die Besichtigungen sind ja deswegen schwierig, weil sie können ja niemandem in den Kopf reinschauen. Das gibt es ja noch nicht, ein Kabel von meinem Kopf zum Kopf des anderen. Und das bedeutet, dass man da andere Kriterien zugrunde legen muss, um einen Kaufinteressenten in die engere Wahl zu nehmen oder ihn gleich auszusortieren. Und bei der Besichtigung selber sind so viele Dinge zu beachten. Man glaubt das nicht, wenn man das so rein äußerlich anschaut, sieht das so leicht aus, wenn ich mit meinen Interessenten durch das Haus gehe. Aber was sich da in meinem Kopf abspielt, damit diese Besichtigung auch wirklich richtig gemacht wird, ob sie zum Erfolg führt oder nicht, das spielt keine Rolle in dem Moment. Es muss nur richtig gemacht werden. Und in den 11 goldenen Maklerregeln, da haben sie ja alles, um auch diese Punkte richtig auszuführen. Ja, und dann, wenn Sie alles richtig gemacht haben, so wie ich nun heute Morgen auch mit meinem Grünsee, die Insider jetzt bitte wieder weghören, weil es soll sich keiner über mich totlachen oder kann er ja, soll mir egal sein. So, wenn Sie also dann alles richtig gemacht haben, dann wird es in Turbogeschwindigkeit zum Notar gehen. Das kann ich Ihnen versichern, denn bei dem Gedanishaus ist es ja genau so auch gewesen. Ja, und dann wird in kurzer Zeit der Geldeingang zu verzeichnen sein.
Und damit haben sie dann ihren Erfolg auch eingefahren und sie können stolz auf sich sein. Und ihre Familie, meinetwegen, wenn sie als Immobilieneigentümer das alleine managen und sie das dann ihrer Frau entsprechend alles vortragen, na, das ist schon was Tolles. Da können sie dann stolz auf ihre Leistung sein, wenn sie vor allen Dingen auch mehrere 10.000 Euro mehr rausgeholt haben, als sie rausgeholt hätten, wenn sie nicht die 11 goldenen Maklerregeln in den Händen gehalten hätten. So, ich freue mich jedenfalls sehr, sehr mit Ihnen, wenn alles so klappt, wie wir Ihnen das mit den 11 goldenen Maklerregeln vorgeben. Und über Rückmeldungen freuen wir uns natürlich auch wahnsinnig, denn das gibt uns ja die Bestätigung, dass wir für unsere Kunden wirklich ganz da sind und immer das Wohl unserer Kunden im Auge haben.